Den ganzen Tag Schule, dann auch noch Hausaufgaben, vielleicht auch noch abends Sport und Musikunterricht. Das ist echt viel. Das bedeutet oft Stress und Leistungsdruck. In diesem Video erfahrt ihr, was uns stresst und wie unser Körper darauf genau reagiert. In einem Stresslabor lasse ich mich künstlich unter Stress setzen. Wo liegt bei mir die Grenze und wann setzt der Blackout ein? Und eine ganz wichtige Rolle spielt dabei jetzt diese Box hier mit eiskaltem Eiswasser. Und was es damit genau auf sich hat, das kann Sandra Schönfelder erklären. Du bist Psychologin. Genau. So, wir sind hier an der Uni Mainz und du wirst mich heute so richtig stressen. Genau, also ich habe vor, heute richtig Stress in deinem Körper auszulösen. Dafür brauchen wir dieses eiskalte Wasser, was hoffentlich richtig schön Schmerz in deiner Hand verursacht. Der Eiswassertest soll also Stress bei mir auslösen. Die Messgeräte sollen ihn sichtbar machen. Ein Pulsmesser misst den Herzschlag. Puls bei 80. Ich fühle mich entspannt. Noch. Wir wollen mal schauen, wie er sich jetzt unter Stress verändert. Ja, der Stress beginnt. Ja, meine Hand wandert ins Eiswasser. Okay, Erik, also jetzt kann es losgehen. Ich würde dich bitten, dass du jetzt deine Hand in das Eiswasser hineintauchst und so lange drin lässt, bis du es nicht mehr aushältst. Alles klar. Bist du bereit? Jo. Dann geht's jetzt los. Okay, das ist sehr kalt. Ganz bewusst versuche ich, sehr ruhig und konzentriert zu bleiben, um den stechenden Kälteschmerz auszublenden. Da ich sehr entspannt in den Test reingegangen bin, schaffe ich es irgendwie, cool zu bleiben. Okay, Erik, 3 Minuten sind vorbei, die Hand ist wieder aus. Ich war aber kurz davor, selber rauszuziehen. Wow, also das sind Schmerzen. Ich komme dich retten. Dankeschön. Das war sehr kalt, muss man sagen. Also wirklich sehr kalt. Aber ich bin beeindruckt, du bist echt cool geblieben. Wir haben kaum mehr Herzschläge beobachtet, nur 10 Herzschläge mehr pro Minute. Ah, okay. Das heißt, du hast jetzt an den Daten gar nicht gesehen, dass ich irgendwie innerlich Stress entwickelt habe? Überhaupt nicht. Du hattest auch ein ziemliches Pokerface aufgesetzt. Man hat keine schmerzverzerrten Gesichtsveränderungen gesehen. Also Stresstest bestanden, kann man sagen. Stresstest bestanden, aber wir haben ja noch mehr vor. Und hinter dieser Tür wartet der nächste Stresstest auf dich. Okay, was ist hier los? Du darfst da drüben Platz nehmen. Folie? Ja. Was hat es mit dieser Folie auf sich? Schnapp sie dir, am besten irgendein Ende. Und deine Aufgabe besteht darin. Nee, ich weiß, was du jetzt sagen willst. Ich muss das knacken hier. Ja, genau. Und zwar alle 20 Meter. Nein! Und danach sehen wir uns wieder. Da sitze ich doch in einer Woche noch hier. Und möglichst, ich würde dich bitten, dass du möglichst schön von rechts nach links vorgehst und da auch keine Fehler dabei machst. Okay, na dann geht's los. Sandra baut Druck auf. Das gehört zu Stressstufe 2. Gibt's was Sinnloseres als Luftpolsterfolie zu knacken? Mein Herzschlag wird weiterhin ständig überwacht. Nach über einer Stunde erlöst mich Sandra dann doch. Wie gestresst bin ich jetzt? Na, wie geht's dir? Das ist der absolute Horror. Das ist wirklich eine Folteraufgabe, ne? Auch sinnlose, monotone Dinge können Stress verursachen. Mein Puls ist auf über 90 gestiegen. Unterforderung, auch eine Form von Stress. Wir hatten eigentlich geplant, dass du das die ganze Nacht weitermachst. Echt jetzt? Nein, wir erlösen dich, aber eine schöne Nacht wirst du trotzdem nicht haben. Stressstufe 3. So, mal schauen. Das hier, ja, das ist mein Zimmer. Also, ich bin jetzt hier in einem Hotel in der Nähe der Uni. Und die Sandra, die hat hier irgendwie was für mich vorbereitet. Lieber Erik, willkommen in deinem Stresszimmer. Und das erwartet dich. Immer wenn der Wecker klingelt, um 0, 1, 2, 3 und 4 Uhr. Was? Dann musst du das Comicbuch aufschlagen und auf bestimmten Seiten Buchstaben durchstreichen. Siehe zweiter Zettel. Vermutlich wirst du nicht viel schlafen. Es wird sehr stressig für dich. Bis morgen, Sandra. Ja, das kann ja heiter werden. Viel schlafen ist hier heute Nacht, glaube ich, nicht. Meine Horrornacht beginnt exakt um Mitternacht. Dann erste Runde. Ach so, was soll ich jetzt machen? 0 Uhr, Seite 6 bis 17, alle A streichen. Die Monotonie dieser Fleißaufgabe verursacht Stress. Hauptsächlich, weil ein wichtiges Bedürfnis bei mir unterdrückt wird, der Schlaf. Auch das ist eine Form von körperlichem Stress. Oh Gott, wisst ihr, was super fies ist? Wenn man so richtig müde ist und man weiß, man kann aber nicht schlafen. Weil in einer Stunde wird es eh wieder klingeln. Guten
Morgen. Guten Morgen, komm rein. Na? Ach, du guckst hier schon, was ich heute Nacht gemacht habe. Ja, ist ganz spannend. Du warst ganz schön fleißig. Ja, ich habe wenig Schlaf bekommen. Prima. Ja. Ziel. Du findest das gut, ne? Ich fand das jetzt nicht so gut. Also ich habe bis, ich denke mal 4:30 habe ich eigentlich gar nicht geschlafen. Ja? Weil ich habe immer gewusst, es wird wieder klingeln, ich muss wieder was machen. Und das hat mich irgendwie sofort gestresst. Das ist super. Hat sich's auch niedergeschlagen körperlich? Hast du immer mal auf die Pulsuhr geguckt? Ja, also immer wenn es geklingelt hat, war es über 90, manchmal sogar über 100. Und jetzt können wir mal gucken, Pulsuhr sagt wieder knapp über 90. Wenn du soweit bist. Ich gehe also mit anderen Voraussetzungen in den Eiswassertest. Mir stecken die Versuche von gestern und die Nacht in den Knochen. Trotzdem Hand wieder rein ins kalte Wasser. Nee, mehr geht nicht. Jetzt muss es raus. Aber heute hast du deutlich kürzer ausgehalten als gestern. Ja. Wir sind jetzt bei 1,17. Und gestern hast du 3 Minuten durchgehalten. Das kann nicht sein. Das ist mehr als die Hälfte weniger. Ist aber ganz typisch. Wenn man zum Beispiel Schlafentzug hatte oder andere Formen von Stress, wird unser Schmerzempfinden reduziert. Das heißt, das, was du beobachtet hast, ist sehr wahrscheinlich auf deine letzte Nacht zurückzuführen. Ja, aber länger konnte ich einfach nicht drin bleiben. Also Schmerzempfinden heute viel, viel stärker als gestern. Und Sandra will noch mehr Stress bei mir auslösen. In den kommenden 5 Minuten möchten wir noch Ihre mathematischen Fähigkeiten erproben. Dazu zählen Sie bitte von 2043 in 17er Schritten rückwärts. Was? 2043. 2026. 2000. Boah, das ist ja total schön. 33 minus 17 ist. Jetzt habe ich einen Blackout. Als Antwort auf einen Stressimpuls befiehlt im Gehirn das limbische System, auch Emotionszentrum genannt, dem Körper Stresshormone zu produzieren. Ein ganzer Hormoncocktail wird von der Nebennierenrinde produziert und über die Blutbahnen ausgeschüttet. Vor allem Adrenalin und Cortisol. Dadurch steigen Blutdruck und Puls. Der Körper ist jetzt in Alarmbereitschaft und die Instinkte übernehmen. Unser logisches Denken wird blockiert. Und dann sind die Stresstests vorbei. Die Bilder sprechen Bände. Immer wieder sieht man, wie gestresst ich bin. Hier sieht man schön, wie du mit deinen Fingern die ganze Zeit nervös die bewegst. Das heißt, du warst wahrscheinlich innerlich ziemlich unruhig. Und was ich noch zusätzlich beobachtet habe, wenn du hier mal guckst, du kneifst die Augen beim Rechnen ziemlich zusammen. Ne? Also du versuchst alles, was dich ablenken könnte, irgendwie auszublenden. Mhm. Du spielst ganz viel mit den Fingern rum. Du bist also innerlich ziemlich nervös. Das kann man beobachten. Zwischenzeitlich hast du auch mal richtig deutlich Muskelspannung. Ne? Und an der einen Stelle, die siehst du hier, wie du so richtig schön auch die Muskulatur zusammenkneifst vom Kiefer. Ne? Ja, also, es ist einiges los gewesen in meinem Körper offensichtlich. Und ich vermute auch, dass sich das in deinem Herzschlag niedergeschlagen hat, dass der deutlich beschleunigt war. Hier, Pulsuhr. Aber hallo, also Durchschnittspuls war 104. Mhm. Guck mal, verglichen mit gestern, als ich bei dir angekommen bin, hat ja um die 80. Erhöhung, ja. 104. Und jetzt Höchstwert 113. Das war der höchste Pulswert. Also war ich einfach sehr gestresst. Du warst extrem gestresst, ja. Aber was ich komisch finde, normalerweise so Situationen, dass man vor Leuten steht und so, das bin ich schon gewohnt, weil ich beim Fernsehen für Pur Plus, ich stehe oft vor Leuten, ich rede in Kameras. Warum hat es mich jetzt hier trotzdem so erwischt und ich war so gestresst? Stimmt, du bist eigentlich der perfekte Experte, ne? Aber wir haben diesmal eine Besonderheit gehabt. Wir haben dich ja kontinuierlich immer mehr gestresst. Du hast die ganze Nacht wach gelegen sozusagen, musstest monotone Aufgaben machen, dann hatten wir heute noch den Eiswassertest. Das heißt, es ist immer mehr an Stress dazugekommen und irgendwann ist so eine Schwelle überschritten und dann gibt es sowas, wie du am Ende von dem sozialen Stresstest hattest, nämlich totalen Blackout, dass gar nichts mehr geht. Und das ist immer dann der Fall, wenn Stress einfach zu viel wird. Und diesen Stress, den nennt man negativen Stress. Es gibt aber auch positiven Stress, zum Beispiel bei einem Sportwettkampf. Der steigert unsere Aufmerksamkeit und auch unsere Konzentration. Wir sind dann leistungsfähiger und vielleicht auch so ein bisschen motivierter. Wie ist denn das bei euch? In welchen Situationen kommt ihr in Stress und was tut ihr dann dagegen? Schreibt es mir in die Kommentare. Zum Beispiel auch, was für euch positiver und negativer Stress ist. Würde mich mal interessieren. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, dann abonniert einfach unseren Kanal. Und für mehr Videos, klickt einfach hier.